Möchtest du erfahren, wie du mit dem Taschenrechner umgehen kannst? Schau dir das an in diesem Lernzyklus von Mathematik macht Freude, Freunde. Ich bin die Katharina. Das, was du schon können solltest, ist Rechnen mit den Grundrechnungsarten. Du solltest addieren, subtrahieren, multiplizieren und dividieren können. Du solltest die verschiedenen Rechengesetze kennen. Das Kommutativgesetz, das Assoziativgesetz und das Distributivgesetz. Die kennst du alle unter dem Codewort Klapustri-Regel. Wenn dir das gar nichts sagt, dann schau in dem Video-Lernzyklus Verbindung der Grundrechenarten nach. Du solltest mit Kommazahlen in diesem umgehen Video können, lernen, wie du Zahlen in den Taschenrechner eingibst, wie du im Taschenrechner die Grundrechnungsarten ausführst, wie du negative Zahlen eingibst. Du musst dazu ein bisschen etwas vorbereiten, nämlich einen Taschenrechner. Und das kann jetzt ein Taschenrechner sein, den du dir auf den Tisch legen kannst. Das kann auch eine App sein, die auf deinem Smartphone funktioniert. Und ich habe dir hier zwei Internetrechner angegeben. Tipp einfach eine von diesen beiden Zeilen in deinen Browser ein und du landest auch bei einem Taschenrechner, bei der Taschenrechner-App im Internet. Fertig? Wenn nicht, dann drück kurz auf Pause und wir machen dann erst weiter. Die Grundrechnungsarten. Wie rechnest du mit dem Taschenrechner? Dazu müssen wir uns zuerst einmal den Taschenrechner anschauen. Der sieht ungefähr so aus. Diese Tasten sind auf jedem Taschenrechner drauf. Sehr viele Taschenrechner haben auch noch viele andere Tasten, die uns aber jetzt nicht interessieren. Die allerwichtigste Taste kommt zuerst, das ist die Einschalttaste. Eine On-Taste hat nicht jeder Taschenrechner. Denn manche Taschenrechner, die im Internet zum Beispiel, sind sowieso schon eingeschaltet. Aber wenn du einen vor dir liegen hast, dann hast du wahrscheinlich eine On-Taste. Manchmal ist die Taste auch mit On-Off beschriftet. Drück sie und schalte mit dem Taschenrechner ein. Die nächsten Tasten, die ganz, ganz wichtig sind, sind die Zifferntasten. Du hast sämtliche Ziffern von 0 bis 9 zur Verfügung, natürlich, aber du musst ja auch manchmal ein Komma eingeben. Und für das Komma verwendest du den Punkt. Die Zifferntasten sind also zum Eingeben von Zahlen da. Dezimalzeichen ist der Punkt, aber wie schaut das aus? Wenn ich in meinen Taschenrechner eine Zahl eingeben möchte, dann kann ich sie einfach schreiben. Also zum Beispiel 14. Und wenn ich 14,3 schreiben möchte, drücke ich 1,4 und danach noch Komma und 3. Dann brauchen wir noch Rechenzeichen. Plus, Minus. Das erkennst du leicht, aber die anderen beiden? Plus für die Addition, wie gewohnt. Minus für die Subtraktion, wie gewohnt. Aber die Multiplikation verwendet meistens auf vielen Taschenrechnern ein anderes Zeichen, als du gewöhnt bist. Sehr häufig ist es das X, manchmal ist es auch ein Stern. Und für die Division gibt es ein besonderes Zeichen, einen Querstrich und oben ein Punkt und unten ein Punkt. In meinem Taschenrechner möchte ich jetzt 14,3 durch 4 dividieren, nehmen wir gleich das besondere Zeichen hier. Ich drücke da drauf und gebe dann den Vierer ein, durch den ich dividieren möchte. Du siehst schon, der Taschenrechner macht jetzt noch nichts. Der schreibt einfach nur das mit, was ich ihm sage, weil er noch nicht wirklich weiß, was er damit anfangen soll. Die allerwichtigste Taste ist nämlich die hier, das Gleichheitszeichen. Das Gleichheitszeichen beendet die Eingabe und startet den Rechenvorgang. Und als nächstes wird uns dann das Ergebnis angezeigt werden. Also, bis jetzt hat der Taschenrechner einfach die Rechnung mitgeschrieben, aber jetzt, wenn ich das ist gleich drücke, dann wird gerechnet, dann kommt etwas heraus. Dann berechnet mir der Taschenrechner das Ergebnis und zeigt es hier an. Wenn ich jetzt eine neue Rechnung beginnen möchte, brauche ich diese Taste, das C. Dieses C steht für Clear. Es löscht die alte Rechnung und du kannst eine neue Rechnung beginnen. Manchmal steht auch AC drauf, aber wenn du den C siehst, ist es schon gut. Für dich habe ich jetzt einen Checkpoint vorbereitet. Du kannst selbst überprüfen, ob du schon alles verstanden hast. Drücke dazu, wenn du die Beispiele siehst, auf Pause, löse sie und drücke erst dann auf Weiter, wenn du fertig bist. Dann können wir die Ergebnisse vergleichen. Hier sind deine Beispiele. Du kannst loslegen. Das sind meine Ergebnisse. Überprüfe, ob du dieselben Ergebnisse herausbekommen hast. Bei der letzten Zahl, dann wirst du vielleicht ein bisschen etwas anderes sehen.
Dein Ergebnis ist vielleicht ein bisschen kürzer als meines. Der Taschenrechner kann nicht so viel anzeigen und manchmal kürzt er das dann eben ab. Fassen wir zusammen, was wir bis jetzt gemacht haben. Zahlen werden mit dem Punkt als Komma eingegeben. Für Multiplikation und Division gibt es neue, ungewohnte Zeichen. Der Ablauf ist immer der gleiche. Die Zahl, dann das Rechenzeichen, dann wieder eine Zahl und dann das ist gleich. Und damit hast du dann immer dein Ergebnis. Der Taschenrechner kann nur eine bestimmte Anzahl von Ziffern ausgeben und wenn du eine neue Rechnung starten möchtest, drückst du auf C. Bisher alles klar? Fein. Dann schauen wir uns das nächste Thema an. Wie kann man denn ein Vorzeichen eingeben? Natürlich gibt es dafür wieder eine eigene Taste. Diese hier. Plus, Minus steht meistens drauf. Sehr oft ist ein Schrägstrich dazwischen, manchmal sieht es auch ein bisschen anders aus. Diese Taste verändert das Vorzeichen und man gibt sie direkt nach der Zahl ein, obwohl sie Vorzeichen heißt. Du siehst also, auf dem Taschenrechner sind das Vorzeichen Minus oder Plus nicht dasselbe wie das Rechenzeichen Minus. Schauen wir uns ein Beispiel dazu an. Jetzt möchte ich zum Beispiel minus 3 plus 4 rechnen. Jetzt gebe ich 3 ein und dann das Plus Minus und dieses Plus Minus macht aus meinem Plus 3 ein Minus 3. Und jetzt geht es ganz normal weiter. Plus 4 ist gleich und schon ist das Ergebnis da. 1. Hättest du das erwartet? Ich schon. Eine zweite Rechnung zeige ich dir auch mit zwei negativen Zahlen. Minus 8. Und ich gebe wieder zuerst die Zahl ein, 8, und dann den Vorzeichenwechsel auf minus 8. Und das multipliziere ich mit minus 22. Und wieder zuerst 22, dann das Vorzeichen. Und jetzt drücke ich auf ist gleich und 176 kommt heraus. Hast du bemerkt, dass ich keine Klammern eingegeben habe? Das Minus wird automatisch sozusagen an die Zahl drangeklebt, nach der es eingegeben worden ist. Das braucht man auf dem Taschenrechner nicht mit Klammern einsperren. Ich habe für dich wieder einen Checkpoint. Drück auf Pause, schau dir die Beispiele an, löse sie und dann klickst du auf Weiter. Hier sind die Ergebnisse. Vergleiche sie. Hast du dasselbe Ergebnis? Bravo! Für das Vorzeichen gibt es also eine eigene Taste. Und die benutzt du immer, nachdem du die Zahl eingegeben hast. Du hast jetzt viel Neues gelernt und erfahren. Bist du neugierig auf mehr? Es gibt noch andere Videos zu dem Thema. Wir sehen uns.